Hallo und herzlich willkommen zu Pole Dance Anfängerstunde. Ich bin die Nora und ich freue mich, dass du dabei bist. Schau, dass du dir genügend Platz hast und einmal die Schulterblätter nach hinten kreisen. Locker aufwärmen. Und einmal nach vorne ihn wechseln. Sehr schön. Super, und Hüfte kreisen. Wenn du auch ein paar Mal schon Pole Dance gemacht hast, ist es kein Problem. Eine neue Choreo kann man ja immer durchtanzen und ein bisschen Kalorien verbrennen geht ja auch immer. Also auch wenn du mal schon mal was gemacht hast, bist du genau richtig hier. Becken nach vorne, nach hinten kippen und rechts, links und nach vorne, nach hinten kippen und rechts, links. Sehr schön. Super. Okay, legen wir los. Also, wir fangen an der Seite an. Ich rede immer in Uhrzeigersinn 6, 3, 12, 9 Uhr. Wir stehen auf der 9 Uhr und du gehst los. Innere Hand ist oben. Und als erstes kommt gleich direkt eine Drehung. Also oft fange ich ein bisschen weiter hinten an, dass ich nach vorne laufe, nach vorne laufe. Ich mache sehr vieles auf Fußspitzen, auch wenn man keine High Heels trägt. Sollte man schon auf Fußspitzen sein, dann hat man gute Spannung. Ja? Also nicht so rumlatschen. Außerdem macht es dich größer, sieht viel besser aus und eleganter. Also, wir laufen, Schritt, Innenseite von der Stange, Schritt und hier kommt eine Drehung um dich selber herum und das vordere Bein strecken. Ja, also denk dran, ich rede von Innen- und Außenseite immer und vorne und hinten, das heißt vor die Stange oder dahinter. Also, an die Seite anfangen und du gehst. Schritt und schau, dass du so ein bisschen eleganter den Schritt nach vorne machst. Schritt, Drehung. Ich zeige dir gleich die Handhaltung. Stehst du gekreuzt und das Bein, was vorne ist, streckt raus. Kommt gleich eine Drehung, den zeige ich dir extra nochmal, aber als erstes geht es mir um die Vordrehung. Also machst du Schritt zur Stange mit der Nase. Und jetzt die freie Hand kommt hier unten und damit stoßt du dich so ein bisschen ab und dann die Hand umfassen. Diese Handhaltung, die du hier siehst, wird gleich extrem wichtig sein für die Drehung, die wir machen wollen. Deshalb muss man das schon in diesem Vordrehung quasi richtig machen. Sonst vertrödelt man sich, dann hängt man an der Stange so verknotet. Okay, also Hand nach oben, Schritt, Schritt die Drehung. Und du siehst hier, hältst du dich fest und oben greifst du um. Ja, also oben zeigt der Daumen nach oben, unten zeigt der Daumen nach unten, quasi so eine Haltung. Okay? Ich zeig's mal ein bisschen von der Seite, dass du die Drehung nochmal siehst und du gehst Schritt, Schritt, Hand greifen, umdrehen, Arm nach oben, Bein raus. Ja? Perfekt. Wir machen die andere Seite natürlich auch. Innere Hand, Schritt, Schritt, die Drehung, greifen, greifen, Bein raus. Perfekt, das machen wir nochmal. Innen, inneres Bein. Schritt, Schritt, die Drehung, greifen, greifen, Bein raus. Sehr schön. Super, dann bleiben wir auf der Seite und machen die Drehung von hier einmal. Die Handhaltung hast du ja schon gesehen. Du bist hier oben mit der Hand, Daumen zeigt oben. Bein geht rum. Das Gute ist, mit der Vorübung sind wir schon in dieser Position. Und ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass diese Hand nicht auf die Pobacke ist, sondern in diesem Loch hier, wo du dich noch halten kannst. Sehr gut. Und das Ganze sieht dann so aus. Du holst Schwung, machst einen Riesenbogen und drehst dich nach hinten. Ich halte mich mal schnell auf. Also nicht zu viel drehen, nicht zu viel Schwung holen. Probieren wir nochmal. Vor, ich habe jetzt sehr, sehr viel Schwung geholt. Nach vorne fallen lassen. In diese Position kommen wir sowieso schon raus. Das Bein, was an der Stange ist, beugt und das andere Bein streckt. Du bist so ein bisschen schräg. Probieren wir. Und nach vorne, rum und Schwung. Und Schritt, Schritt. Das Rauskommen zeige ich dir nochmal extra. Mir geht es nur darum, dass du die Fußhaltung erstmal, die Beinhaltung richtig hinbekommst, genauso wie die Hände. Das sind diese Loch hier. So, also nochmal die andere Seite, Bein nach oben, Bein nach vorne
und Schwung und rauskommen. Sehr gut. Super. Jetzt machen wir das wunderschöne Rauskommen. Du bist hier, holst den Schwung nach vorne und also das Bein, was lang ist, kommt als erstes auf den Boden. Dann das andere. Bis ruhig unten, weil du ein bisschen abrutschen wirst. Das ist ganz normal. Schwerkraft halt. Po dreht weg von der Stange, die Nase zu Stange. Ja? Probieren wir nochmal. Und hopp. Und die Drehung außen, innen. Und du bist ja hier so an der Stange angelehnt. Ich sage es gerne nochmal von der Seite. Und dann drückst du dich hier ab. Die Hüfte dreht rum und nach oben. Sehr schön. Machen wir mal die andere Seite genauso. Und Schwung und rum und Schritt, Schritt und ausdrehen. Sehr schön. Jetzt ist natürlich das Wichtigste, dass wir das alles kombinieren. Von Anfang an, ich versuche langsam durchzugehen, aber die Drehung kann man nicht so kontrollieren, außer dass ich ein bisschen weniger Schwung nehmen werde, dass ich währenddessen reden kann. Probieren wir von der Seite. Inneres Bein, innere Hand geht los. Und Schritt, Schritt und die Drehung. Umgreifen. Dieses Umgreifen ist ganz wichtig. Genauso wie die Hand unten. Bein und Drehung. Schritt, Schritt und ausdrehen. Den Rest zeige ich dir gleich. Aber erstmal geht es mir darum, dass du diese schöne Kombi hinbekommst. Machen wir die andere Seite. Wir wechseln uns immer schön ab. Innere Hand, inneres Bein geht los. Und Schritt, Schritt und umgreifen. Bein raus, die Drehung. Schritt, Schritt und ausdrehen. Wunderbar. Sieht doch gut aus. Einmal auf jeweilige Seite. Und dann machen wir weiter mit der Choreo. 5, 6, 7, 8 und Schritt und greifen. Bein raus und drehen und rum und aufstehen. Das ist egal, wo du rauskommst. Die andere Seite. 5, 6, 7, innere Seite und Schritt und Schritt und rum und drehen und ausdrehen. Perfekt. Sieht doch gut aus. Dann machen wir gleich weiter. Also, nach dem Ausdrehen, außen, innen, ausdrehen. Also so musste man eigentlich zur Stange stehen, dass ein Bein vorne ist. Und jetzt komm, so ganz sexy walk. Du twistest zur Seite, also das hintere Bein nach oben, Hüfte schwingt, Schritt und dann auf die andere Seite schwingen, schwingen, schwingen. Mit der Hüfte gehst du quasi einmal rüber, rüber, richtig schön twisten, rüber, rüber. Sehr schön. Das ist wie so Zigzag zeichnen, okay? Also nach der Drehung. Und eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Sieht doch super aus. Und dann geht's gleich weiter. Also nach unserem Zigzag. Und eins, zwei, drei, vier. Stehst du gekreuzt. Hinteres Bein zur Seite. Und das ist wie so ein Kick-up. So ein ganz süß nach oben. Ganz süß nach oben. Die Hand greife ich nach unten. Ist wieder so ein bisschen Sicherheitshaltung. Daumen nach unten, Daumen nach oben. Und wir gehen an der Stange entlang. Bisschen mehr in Hohlkreuz. Und wenn du nicht so tief kommst, ohne den Buckel zu machen, dann erstmal ein bisschen an der Flexibilität hier hinten üben. Weil es reicht auch, wenn man bis hier hinkommt. Und wichtig ist, Kopf nach unten, Kopf nach oben und an die Stange entlang lecken. Nicht in echt. Machen wir die andere Seite. Und Schritt und Schritt und Schritt und Schritt. Hinteres Bein, vorderes Bein, Hand drehen. Und nach unten und stell dir vor, du leckst an einem Eis, Gesicht, Brüste und dann der Rest. Sehr schön. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal von vorne in Kombination. 5, 6, 7, 8 und Schritt, Hände greifen und Bein und Schritt, Schritt, ausdrehen und walk.
Eins, zwei, drei, vier. Schritt, Schritt. Nach unten, nach oben. Super, sieht doch gut aus. Die andere Seite. Fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei und rum. Schritt, Schritt und ausdrehen. Walk. Eins, zwei, drei, vier. Schritt, Schritt. Tief und an die Stange entlang. Sehr cool. Nochmal auf beiden Seiten. Fünf, sechs, sieben und eins, zwei und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch andere Beinvariationen ausprobieren. Und walk. One, two. Und öffnen, tief und nach oben. Perfekt, die andere Seite. Fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, Arm und kannst gerne, wie gesagt, Beinvariationen ausprobieren. Ausdrehen, walk, walk. Sehr schön. Und öffne, tief und hoch. So, einmal machen wir das noch, oder? Weil es so viel Spaß gemacht hat. Fünf, sechs, sieben, acht. Und jetzt, ohne dass ich viel rumrede, und genieß die Drehung. Und es ist okay, wenn du nicht mehr im Tempo bist, das ist kein Problem. Und die andere Seite. Fünf, sechs, sieben und Schritt und rum. Lala, ich liebe diese Drehung. Und rum und laufen. Und öffnen. Tief. Und nach oben kommen. Du hast so fleißig mitgemacht. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.